Andi Schwaller, Nationalcoach vom Schweizer Görling. Du machst das bereits jetzt die zweite Saison und bist die ganze Woche auch hier live in Gstaad vor Ort gewesen. Was ist so deine Bilanz bis jetzt von dieser Woche? Ja, eigentlich recht erfreulich. Ich sehe zum Teil hervorragendes Görling, wirklich auf höchstem Niveau. Insbesondere gerade gestern am Abend, wo der Halbfinale war, Genf gegen Adelboden. Das ist etwas vom Besten, was ich jemals gesehen habe in der Schweiz. Das macht doch sehr Freude. Und auch bei den Damen sehe ich zum Teil super Match. Nicht durchs Band, nicht alle 6 Teams oder alle 12 Teams, aber doch zum Glück immer wieder. Was sind so deine Ziele, die du überkommst als Nationalcoach, vielleicht auch vom Verband her? Welche sind so deine Fokusthemen? Ja, also der Hauptfokus, vor allem jetzt bei den Herren, ist die direkte Olympia-Qualifikation. Das ist mal die wichtigste Aufgabe. Da haben wir eine hohe Hürde in Victoria, der nächste WM, der jetzt kommt. Da brauchen wir einen 5. Rang. Das ist schon mal das höchste Ziel, das zu erreichen. Bei den Damen sind wir auf der sicheren Seite durch den WM-Titel letztes Jahr. Und ja, das ist eigentlich das Hauptziel in dieser Saison, wo wir schon Anfang der Saison gesagt haben, direkte Olympia-Qualifikation mit den Herren. Wie sieht deine Arbeit konkret aus, hier jetzt in Gstaad? Du bist ja mit dem Al Moore hier, der Nationaltrainer ist. Ihr seid beide eigentlich meistens auf dem Coachbench und machen viele Statistiken und verfolgen auch Team ganz, ganz nah. Genau, du sagst, dass wir die vor allem observieren, die Teams, die Auswertungen machen, sei es Statistik, wie gut sie spielen. Ich kann aber auch sehr viel beobachten vom Verhalten her. Ich habe eine Kamera dabei, wo ich immer wieder Sachen aufnehme. Zum Beispiel, wenn ein Coach aber ins Timeout geht, dann sieht sich ja selber nie der Coach. Und dann kann man dann im Anschluss an die SM ihnen das Feedback auch geben. Jetzt selber während der Woche coachen wir die Teams nicht, coachen, dann haben wir eine neutrale Funktion. Für dich startet ja eigentlich auch ab morgen eine ganz wichtige Phase. Sobald die beiden Schweizer Meister gekürt sind, startet es eigentlich unmittelbar mit der ganzen WM-Vorbereitung. Was haben die beiden Teams dort zu erwarten? Ja, also wir werden mit diesen Teams mal an den Tisch sitzen, damit wir uns sofort wirklich ideal auf die WM vorbereiten können. Dann schauen wir den individuellen Bedarf von den beiden Teams in Bezug auf Coaching, in Bezug auf Ersatzspieler, werden wir schauen, was braucht es. Und bei der Frau bleibt gar nicht viel Zeit. Am 12. März ist schon Abflug nach Riga. Wir werden dort noch ein bisschen trainieren, in Riga selber. Und bei der haben wir ein bisschen länger Zeit. Da ist ja die WM erst in 6 Wochen. Da haben wir aber klare Vorstellungen mit Trainingscamps, mit einzelnen Trainings oder auch noch mit Vorbereitungsturnier. Das ist eigentlich alles geregelt. Und du selber und der Al Moore, ihr werdet auch an beiden Events mit dabei sein? Ja, das sehen wir dann. Ob wir beide gehen, ist noch nicht sicher. Je nach Coachingbedarf der Teams reicht es vielleicht auch, wenn nur einer Damen-WM geht. Aber sicher beide werden wir in Victoria sein, an der Herren-WM. Weil es läuft auch ein bisschen parallel. Während der Damen-WM läuft die intensive Vorbereitung mit den Herren. Und so müssen wir wirklich das sehr gut anschauen, was ist wirklich der Bedarf, was macht Sinn für die beiden Teams. Auf jeden Fall spielt es auch noch eine Rolle, wer bei den Damen das Rennen macht. An der letzten Europameisterschaft hast du als Team auch vor Ort auch als Teamcoach unterstützt, weil sie die Saison ohne Coach unterwegs sind. Also das wäre auf jeden Fall auch wieder ein Szenario. Das ist eine Möglichkeit, ja. Sie haben ja nach wie vor keinen Coach. Aber die anderen potenziellen Schweizer Meister, die haben einen Teamcoach. Dort wären wir vielleicht ein bisschen weniger gefordert im Coaching-Bereich. Schauen wir vielleicht noch das Thema Förderung an, auch ein bisschen von einer breiteren Spitze im Schweizer Görling. Wie sieht das Konzept aus? Also wir haben eigentlich mal allen Athleten gesagt, was es braucht, um international top zu werden, an Aufwand, an Zeitdauer auch. Und ich glaube, wir sind auf sehr gutem Weg. Ich sehe, bei den Frauen haben wir 4-5 Teams, die inzwischen schon mithaben können. Zwar international noch nie können beweisen, weil halt immer Davos eigentlich die Schweiz vertritt, haben sich die anderen gar noch nicht beweisen können. Bei den Herren ist die Spitze noch ein bisschen dünn. Wir haben 2 Teams, die im Moment sehr viel investieren, vielleicht auch noch ein drittes, das aber jetzt leider nicht qualifiziert hat mit den Zugern für die SM. Und du sagst das richtig, Breite ist noch zu wenig, das ist so. Und da haben wir jetzt Anfang März mit den Athleten, die nicht im Kader sind, werden wir so einen Austausch machen. Und auch ihnen können aufzeigen, was ist der Weg, das muss sein. Aber dann ist es natürlich im Spitzensport schon so, der Weg muss selber gehen. Jeder Athlet, jeder grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen. Wir können nicht sagen, ja, die anderen sind Profis. Die werden ja nicht einfach Profis, sondern die verzichten auf sehr viel und leisten auch entsprechend viel. Und ja, da ist jedem Athlet freigestellt, wo dich der gleiche harte Weg geht oder nicht.
Wir haben das Thema Olympische Spiele schon kurz angesprochen, insbesondere auch, wie jetzt der Qualifikationsmodus ist für die Schweiz als Land zum Qualifizieren. Die Damen haben da schon ganz gut vorgelegt. Bei den Herren wird es sehr wichtig sein, Victoria jetzt auch noch viele Punkte zu sammeln. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie auch der Qualifikationsprozess innerhalb der Schweiz ist, welches Land die Schweiz würde vertreten? Also in der Schweiz ist es so, dass man so nach einem Punktesystem verfahren, das Swiss Curling Ranking System. Ich glaube, das hat sich auch sehr etabliert, weil es breit abgestützt ist. Es zeigt eigentlich die Leistung während einem ganzen Jahr auf, beziehungsweise während mehreren Saisons. Und bei den Herren ist Adelboden klar in der Pole Position. Wenn sie heute gewinnen, Schweizer Meister werden, dann haben sie das Ticket auf sich, sofern wir es überhaupt für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und bei den Frauen ist es sehr ähnlich, dort ist Davos in der Pole Position. Und wenn sie heute gewinnen, sind sie genauso im Vorsprung. Also Aro muss gewinnen. Aber wenn Aro jetzt eben heute den Titel holt, dann wird es im Herbst ziemlich sicher Trials geben, wo dann Aro gegen Davos in einer Best-of-Serie, die noch nicht genau definiert ist, dann der Vertreter in Sochi wird ausmachen. Dann können wir doch noch kurz sprechen auf die beiden Finalpartien heute, die wir live hier in Gstaad werden miterleben. Bei den Herren sicher eine kleine Überraschung mit dem Team Bernd Zähringer, Bernhard Werdemann, der sich jetzt qualifiziert hat für ein Final. Kannst du uns noch deine Einschätzung abgeben, wie du die beiden Finalpaarungen einschätzen? Ja, also bei gleichen Voraussetzungen. Man kann nicht sagen, ja, die anderen sind Profis. Die werden ja nicht einfach Profis, sondern die verzichten auf sehr viel und leistet auch entsprechend viel. Und ja, da ist jedem Athlet freigestellt, wo dich den gleichen harten Weg geht oder nicht. Wir haben das Thema Olympische Spiele schon kurz angesprochen. Insbesondere auch, wie jetzt der Qualifikationsmodus ist für die Schweiz als Land zum Qualifizieren. Die Damen haben da schon ganz gut vorgelegt. Bei den Herren wird es sehr wichtig sein, Victoria jetzt auch noch viele Punkte zu sammeln. Kannst du noch etwas dazu sagen, wie auch der Qualifikation auf Adelboden setzen, weil sie einfach sehr konstant gespielt haben bis jetzt. Bei den Damen auf der anderen Seite muss man sagen, haben wirklich die beiden Teams jetzt auch den Finaleinzug geschafft, die eigentlich schon während der ganzen Saison auch wirklich ganz vorne dabei waren, jetzt auch wirklich eine tolle Woche gezeigt haben, in der Double Round Robin eigentlich als klar erst und zweit hervorgegangen sind, gestern auch ein sehr spannendes Spiel gezeigt haben. Davos hat im Zusatzend verloren, obwohl sie den letzten Einheit hatten. Ich denke, auch hier können wir sehr ein enges Spiel erwarten. Ja, ich glaube, da kann man 5 lieber aufschießen, ab Kopf der Zahl. Ich glaube, es ist der dritte Match, den sie in Zusatzend haben jetzt gegeneinander. Zweimal Aro gewonnen, einmal Davos. Also jedes Mal extrem knapp. Und ja, heute kommt nicht einfach der vierte Match, oder heute kommt der Final. Da weisst du, hast keine zweite Chance mehr, sondern jetzt musst du gewinnen. Von der Erfahrung her hat Davos sich mehr Final gewonnen. Aber ich spüre auch bei Aro sehr grossen Hunger. Und wie gesagt, 5 lieber aufschießen und ab Kopf an der Zahl 50-50. Wir werden es sehen. Wir sind gespannt auf den Match. Und dir herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Innerhalb von Schweiz.